Im Privatspital Rudolfinerhaus im 19. Wiener Gemeindebezirk wird die 17-jährige Karina auf den Kaiserschnitt vorbereitet. Der Eingriff ist medizinisch notwendig, denn das Kind will einfach nicht ins Becken hinunterwandern. Durch einen Kreuzstich wurde Karina lokal betäubt, wodurch sie die OP nun bei vollem Bewusstsein, aber ohne Schmerzen miterleben kann. Ja, momentan ist es ein bisschen komisch. Ich spüre meinen halben Körper nicht und das ist ein Druck einfach da. Seid ihr bereit? Seid ihr alle bereit? Bitte. Ja, schön. Bitte, wir sind schon ganz neugierig. Na ja, wie ausschaut. Ich bin jedes Mal neugierig. Geht's Ihnen gut? Ja. Passt soweit. Wenn Ihnen schwummelig wird, Nein. dann sagen Sie es gleich. Ich schaue nur da Arbeit und genau. Das ist am besten. Na, wenn niemandem schwummelig ist, dann kann es ja losgehen. Das Team rund um Gynäkologe Dr. Walter Sacher ist mehr als bemüht, dass die Operation ein voller Erfolg wird. Wie ich klein bin, habe ich dann schon gespürt, dass es ein Druck oder einfach so, dass es runterzieht, also ruckartig. Und dann, nach kurzer Zeit des Drückens und Ziehens, erblickt ein wunderschönes Kind das Licht der Welt. Und das Kind kommt schon heraus. Ja. Und da ist es schon. Da ist er schon. Herzlichen Glückwunsch, 39. Und die Nachfrage. Wie er dann rausgekommen ist und ich habe den ersten Schrei gehört, das war. Das kann man nicht beschreiben, das Gefühl. Das ist einfach Ohr, das ist schön. Das ist nicht wie ein Traum irgendwie, es war urschön. Schau, du hast einmal die Nabelschnur um den Hals gehabt. Na schau. Das Kind hat die Nabelschnur um den Körper gehabt und es ist wie ein Lasso und hält das Kind zurück. Und selbst wenn sie Wehen gehabt hätte, wäre der Körper nicht runtergekommen, der Kopf hätte sich ins Becken eingestellt. Das hat das Kind zurückgehalten. Also es war eine gute Entscheidung, dass wir den Kaiserschnitt durchgeführt haben und zur rechten Zeit, bevor sie noch Wehen hatte und bevor sie eigentlich Schmerzen erleiden musste, die gar nicht notwendig gewesen wären. Ich habe das Baby gleich zum Kopf hingelegt und die beiden konnten sich ein bisschen berühren, sogar mit dem Gesicht, und sie war sehr glücklich. Da hat es eigentlich klar gemacht bei mir und gewusst, jetzt ist es von der nächsten Leben eigentlich. Jetzt ist komplett alles anders. Wir müssen uns umstellen und alles und euch alles auf den Klaren umstellen. Jetzt gehen wir ein bisschen dringend mal zum Herzen. Das soll ja auch mitgehen. Herzig ist er, hm? Herzig? Ja. Da? Der Kleine sitzt da, ist wunderschön. Das ist das schönste Kind auf der ganzen Welt. Ist einfach, ich bin glücklich. Das ist arg. Endlich geschafft. Braucht keine Versorgung. Fühlt sich gut. Herzlich fühlt sich über 100. Im Wiener Privatspital Rudolfinerhaus liegt die 17-jährige Janine nach wie vor am OP-Tisch. Per Kaiserschnitt soll sie ihr Kind bekommen, da es schlecht liegt und von selbst den Weg in den Geburtskanal nicht gefunden hätte. Doch auch der Kaiserschnitt bringt Komplikationen mit sich, da das Kind durch die Bauchdecke herausgedreht werden muss. Ein schöner Bub. Ein schöner Bub. Der ist schon da. Wir haben es geschafft. Spaß, wir haben es geschafft. Wie wir das Kind aus dem Bauch rausgeholt haben, es der Hebamme übergeben haben und dann letztlich der Mutter in die Hand gelegt haben, naja, dann war die Janine glücklich und die ganze Aufregung war dann vorbei. Servus, Adrian. I've gotta say how beautiful you are. All the hopes and dreams I could have prayed for. Here you are. Das war das schönste Gefühl in meinem Leben. Der schönste Moment. Also, es war nichts Schöneres. Privatklinik Graz-Ragnitz. Die 17-jährige Denise liegt im OP. Aufgrund der schlechten Lage des Kindes müssen die Ärzte das Baby per Kaiserschnitt holen.
vom Schnitt oder so wie gar nichts mitkriegt, immer nur so rütteln. Denise nimmt alles in Kauf, solange es ihrem Kind nur gut geht. Ist ganz tapfer. Super. Ich hab nur gedacht, die bereiten mich vor und so. Und dann die Hebamme hat dann gesagt, ja, sie ist gleich da. Dann habe ich mich neben ihrer hingesetzt und habe mit ihr geredet, dass ich das halt nicht so mitkriegt. So war es halt für ihre sicher angenehmer, dass sie einen Kaiserschnitt gekriegt hat, dass sie nicht so lange herumliegen müssen und Schmerzen haben. Keine Geburtsschmerzen für Denise. Dennoch klopft ihr Herz ganz schön schnell vor lauter Aufregung. Also, es ist halt so schnell gegangen und ich hab das voll nicht realisieren können. Das war richtig arg eigentlich. Also ich war schon nervös, sicher. Ich mein erstes Kind gewesen. Schau, ich habe ein ganz langes Handgeschäft, das bin ich da. Und dann ist es soweit. Die Ärzte heben das Kind von Denise und Mario behutsam heraus. Auch wenn Denise es noch nicht realisieren kann, gleich wird sie ihre Tochter zum ersten Mal sehen können. 7:21 Uhr, passt das? Willkommen, hübsche Sophie. Und Gratulation den frisch gebackenen Eltern. Die Kleine ist euch echt geglückt. Dann habe ich nur gehört, herzlichen Glückwunsch, aber ich habe kein Babyschrein gehört. Und dann ist schon der Mario um die Ecken gekommen mit dem Kind. Ein großer Augenblick für Tochter und Mutter. Selbst unsere wilde Sex-, Drugs- und Rock'n'Roll-Prinzessin kann ihre Tränen dann nicht zurückhalten. Schau, gibst dir einen schnellen Kuss und dann gehen wir schnell. So. In die Hände habe ich sie eigentlich nicht gekriegt, weil ich war ja so anbunden, so links und rechts. Aber der Mario hat es mir ja dann nicht zum Gesicht gegeben. Und dann war sie eigentlich ein paar Minuten bei mir und dann ist sie rausgekommen zum Kinderarzt. Mir geht's traumhaft. Kannst du dich selber sie nehmen? Ein völlig neues Gefühl für den 19-jährigen Mario. Ganz vorsichtig und behutsam geht er mit seinem kleinen Goldschatz um. Halt sie gut fest. Okay. Mhm. Ja, also das Baby fühlt sich irgendwie komisch an, weil es so klein ist. Man weiß nicht, wie man es angreifen soll. Richtig. Aber im Großen und Ganzen ist es ganz gut. Setz dich gleich noch einmal dazu. Papa ist wieder da. Es geht dir ganz gut, gell? Wir haben uns hier schon angeschaut. Das ist alles bestens. Kannst du mit deinen Händen übernehmen? Ich bin froh, dass alles das exotisch ist. Die Mama ist glücklich, der Papa ist glücklich, Töchterchen Sophie schaut auch zufrieden aus. Was soll man da noch sagen, außer viel Glück auch weiterhin. Im Grazer Sanatorium St. Leonhard ist der 17-jährigen Melanie nach der PDA, auch als Kreuzstich bekannt, schwindlig geworden. Doch nun hat sie sich wieder etwas gefangen. Angst hat sie trotzdem. Mir ist schwindelig. Mama, Schatz, wenn man Busse geht. Ja, ne? Kann er ja. Kann er ja. Komm, also, gerne Busse. Er ist behindert. Irgendwie ist er behindert. So, dann ihr Freund ist ja tapfer zur Seite gestanden, hat sie beruhigt und ich habe das sehr lieb gefunden. Also er hat das sehr gut gemacht. Ich spüre immer alles. Das wird sich, wenn er nicht das wird. Das ist aber ich spüre noch was. Ja, das ist ja so. Die Füße noch gespürt. Die Schmerzen gehen weg. Spüren wir sie immer. Da Melanies Kind schlecht liegt, muss sie es per Kaiserschnitt auf die Welt bringen. Doch nun sind noch weitere Komplikationen aufgetreten. Wir hatten eine Schräglage, fast schon eine Querlage
auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine doppelte Nabelschnur schlingen. Melanie ist bei vollem Bewusstsein, während das Profi-Ärzte-Team versucht, ihr Kind gesund zur Welt zu bringen. Kein leichter Eingriff. Das Grazer Sanatorium St. Leonhard. Wo die 17-jährige Melanie ihr Kind gerade per Kaiserschnitt zur Welt bringt. Das Ärzte-Team gibt alles, denn das Baby hat die Nabelschnur gleich zweimal um den Hals gewickelt. Wir haben im Vorfeld, Gott sei Dank, erkannt, dass es nicht auf normalen Weg zur Welt kommen kann. Und es hat sich auch bewahrheitet. Wir haben bei der Operation gesehen, wie die Situation ist. Aber durch die heutige Technologie, durch die heutige Voruntersuchung sind solche Situationen gut erkennbar und somit auch lösbar. Siehst du sie, Melanie? Jetzt gehen wir zum Kinderarzt und kommen gleich. Ja, da kannst du mitkommen. Ja? Erleichterung bei den frisch gebackenen Jungeltern. Wie es rausgekommen ist, ich habe angefangen zu weinen vor Glück, weil ich mich gefreut habe. Dann hat es geschrien. Dann habe ich mich noch mehr gefreut. Baby spricht für sich, das geht nicht gut. Das Kind ist gut zur Welt gekommen, das Kind ist gesund, der Kinderarzt hat das überprüft. Also das Kind wurde bereits untersucht und die Melanie ist glücklich. Cheyenne Selina soll die Kleine heißen. Und nun darf Melanie sie zum ersten Mal etwas länger aus der Nähe betrachten und spüren. Ich bin unglücklich. Ich habe sehr mitgefiebert. Sehr down gesagt, was ist los, was ist los. Aber jetzt ist es geschafft. In der Privatklinik Graz-Ragnitz ist die 16-jährige Viktoria auf dem Weg in den OP. Aufgrund ihres Herzfehlers muss sie ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Ihr Herz muss dabei genauestens überwacht werden, damit im Ernstfall sofort reagiert werden kann. In der Privatklinik Graz-Ragnitz liegt die 16-jährige Viktoria bereits auf dem OP-Tisch. Ihr Herz steht unter ständiger Beobachtung und alles ist für den Kaiserschnitt vorbereitet. Du hörst dich schon auf den Schrei dann von der Kleinen. Wir schauen jetzt, dass wir ein gutes Setting machen, dass auch alle, die wir jetzt brauchen, wirklich da sind. Das heißt, den entsprechenden Anästhesisten, der auch gute Erfahrungen mit Herznotfällen hat, Intensivstation, die hier in dem Haus gegeben ist, alles bereit ist und dass wir das Beste für die Vicky und ihr Kind heute machen. Man muss einfach gewappnet sein. Wie geht's dir? Alles okay? Ein bisschen aufgeregt noch? Happy Maria, passt alles? Herz läuft? Es wurde auch von der Wiener Universitätsklinik empfohlen, einen Kaiserschnitt zu machen in dem Fall, weil eben das wahrscheinlich der besser zu handelnde Weg ist, als wenn sie unter einer Geburt dann plötzlich ein Problem hätte und dann ein Problem für Mutter und Kind sein könnte. Bis 10, gleich bis das hören. Gleich bis das hören. Wir haben zuerst einen Hautschnitt, dann ist darunter das Fettgewebe unter der Haut, das zum Teil auch stumpf erweitert wird. Schließlich wird das eine Faszie, das ist eine Bindegewebsschicht durchtrennt, der Muskel auseinandergedrängt und der Bauch eröffnet. Viktoria ist während des Eingriffs bei vollem Bewusstsein, spürt durch den Kreuzstich aber keine Schmerzen. Der nächste Schritt ist dann das Eröffnen der Gebärmutter. Wir präparieren noch die Blase vorher ab. Und ja, dann ist man eigentlich schon beim Kind. Hoffentlich verläuft alles gut und ohne gröbere Probleme. Zurück in der Privatklinik Graz-Ragnitz geht es für die 16-jährige, herzkranke Viktoria jetzt um alles. Denn die Kaiserschnittgeburt ist am Höhepunkt angelangt. Bis jetzt verläuft zum Glück alles reibungslos.
Es gibt verschiedene Methoden, wie das Kind entwickelt wird. Ja. Bei der Methode, wie wir das machen, ist es so, dass wir einen möglichst kleinen Schnitt wählen, also den Bauch nur kleiner öffnen und das Kind praktisch dann herauspressen. Unter Anführungszeichen, es ist doch fast so ähnlich wie durch den Geburtskanal, also es ist auch Druck und Kraft notwendig. Auf der anderen Seite muss den Bauch nicht so weit aufmachen. Fast die normale Geburt. Gell? Wie man dann oft sieht, schreit das Kind schon vom ersten Moment, das ist noch gar nicht richtig aus dem Bauch heraus. Alles gut. Dr. Breinl und sein Team haben ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Viktoria und ihre Familie können aufatmen. Und wie süß die Kleine nach ihrer Mama greift. Das ist sicher wichtig für den Aufbau der Beziehung zwischen Mutter und Kind, dass da gleich Kontakt hergestellt ist. Auch beim Kaiserschnitt. Wir versuchen immer der Mutter das Kind gleich zu zeigen. Schade nur, dass der frisch gebackene Jungpapa von all dem nichts mitbekommt. Obwohl er sogar noch mit Viktoria zusammen ist. Gut eingepackt bekommt Viktoria ihre kleine Emily jetzt auch wieder zu Gesicht. Dass Jungpapa Andi fehlt, trübt die Stimmung etwas. Ich finde es schon sehr schade, dass der Andi nicht geschafft hat, zur Geburt dabei zu sein, weil ich finde, der Vater gehört dazu. Sie war schon unglücklich, dass er nicht dabei war. Auch wenn es jetzt momentan nicht so rosig zwischen die zwei ist, aber dass er wenigstens dabei, bei seinem Kind dabei ist, das wäre schon, hätte vielleicht doch ein bisschen wieder zusammengeschweißt, aber sie ist schon enttäuscht gewesen von ihm, ja. Das Wichtigste ist aber, dass Viktoria alles gut überstanden hat. Und der Rest wird sich hoffentlich auch noch zum Guten wenden. Privatklinik Graz-Ragnitz. In der 38. Schwangerschaftswoche steht die 18-jährige Edith kurz vor dem Kaiserschnitt. Die gewünschte normale Geburt steht aus medizinischer Sicht nicht mehr zur Diskussion. Um kurz vor 5 starten los. Geht los. Okay. Kinder hat es auch schon informiert. Gell? Also so vom Ablauf hast du ja schon ein bisschen gehört, oder? Der Dr. Breinl entwickelt das Kind und dann drückt das mir in die Hand. Und wenn ich den Eindruck habe, das passt und das braucht jetzt nicht auf der Stelle den Kinderarzt, dann kann ich ihn, sie, dir ein bisschen hinhalten, dass du schon einmal einen Blick auf sie werfen kannst. Es wird so schön langsam ernst. Meine Gänsehaut steigt auf meine Nervosität. Ich bin jetzt schon getrennt von lauter Freude, irgendwie Vorfreude. Privatklinik Graz-Ragnitz. Im OP ist alles für Ediths Kaiserschnitt bereit. Die 18-Jährige ist aufgeregt, da sie noch etwas in den Beinen spürt. Dr. Breindl klärt sie auf. So, wie geht's dir jetzt? Meine Zehen spüren auch noch. Die kleinen Zehen spürst du noch, wenn wir die von Narkose fragen, ob es mit einem kleinen Zehen ist. Den lassen wir immer aus, oder? Das macht gar nichts, wenn Sie die Zehen noch spüren oder bewegen können, da kann eine Restfunktion bleiben. Gell? Ja, das einzige Wichtige ist, du darfst dann nichts spüren, wenn wir operieren. Okay. Oder testen wir vorher, was du keine Angst haben. Diese Angst, was da passieren kann und warum immer die Schmerzen sind, das hat mir schon stark, ganz stark gespürt. Es sind einfach die Minuten, die was sie dann so auszögern und einfach so lang werden. Das kommt einem vor wie eine Ewigkeit, wenn du da liegst und wartest, bis du aufgeschnitten wirst. Nur einer fehlt jetzt noch. Dann kann es losgehen. Dürfen wir eigentlich den Papa schon holen? Wenn die Schwester fertig abgedeckt hat, dann holen wir den Papa. Ich war wieder ganz alleine drinnen, war, da habe ich mir dann schon gedacht, Scheiße, was ist, wenn der Mutter halt gar nicht einer darf oder wenn ich da wirklich ganz alleine sein muss. Ja, da habe ich dann schon ein bisschen Panik geschoben. Dass vielleicht anfangen, ohne dass er da ist. Also das wird ich auf keinen Fall. Ich habe mir Gedanken gemacht, einfach, was ist jetzt mit meiner Frau, geht sie eh gut? Und endlich ist auch Maurice da.
Doch Achtung, du darfst Edith jetzt nur begrenzt berühren. Das ist alles steril. Da unterhalb können Sie den Hand Ihrer Frau halten. Schau, da unten. Ich war erleichtert, wie ich ihn gesehen habe, also wie einer gekommen ist. Ich war froh, dass er da ist und mir da ein bisschen den Rücken stärkt. Kannst du den Kopf ein bisschen tief geben, bitte? Kopf tief? Ja. Und den Tisch ein bisschen tiefer. In der Privatklinik Graz-Ragnitz liegt Edith auf dem OP-Tisch, um ihr Kind per Kaiserschnitt zu bekommen. Die gewünschte normale Geburt wäre für sie nicht mehr möglich gewesen. Und Edith, wie geht's so? Aber das war viel komisch, wie das durch da vorne ist. Du spürst es unten um mich nicht und dann siehst du auch nichts. Dann schiebst du voll Panik, dass die da irgendwas machen, was du gar nicht willst oder so. Aber sehen tust du das ja nicht. Und dann hauen sie dir so hin und her, dass du fühlst wie auf einem Boot, das was gerade runtergeht. Ich habe Angst gehabt und Panik schon. Also sicher gefühlt habe ich mich da drinnen nicht. Oh, das ist sehr dünn, gell? Also die Gebärmutterwand war wirklich sehr dünn. Also die hat sicher schon einiges an Wehen auch irgendwann ausgehalten, beziehungsweise der Kopf wollte einfach nicht tiefer treten. Von dem her war dann schon der Grund nachher ersichtlich, warum sie eigentlich so schlecht gegangen ist, warum sie immer wieder so Schmerzen gerade im vorderen Bereich hatte. Dr. Breindl hat gesagt, normale Geburt war nicht möglich gewesen. Also das war eine gute Entscheidung mit dem Kaiserschnitt. Privatklinik Graz-Ragnitz. In der 38. Schwangerschaftswoche soll die 18-jährige Edith ihr Töchterchen gerade per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Und wir drücken das Kind heraus. Wenn dann der Kopf heraus ist, dann hebt man das Kind. Deswegen heißt das ja auch Hebamme, weil sie das Kind den Kopf hebt und dann langsam heraus hebt. Also bei der vaginalen Geburt wird der Kopf angehoben. Bei uns ist es nicht viel anders. Wir heben den Kopf heraus und dann wird etwas nachgedrückt und dann an die Schulter das Kind herausgeholt. Das ist fast wie bei einer normalen Geburt, gell? Ganz okay. Langsam. Hallo. So. So, schauen wir aus. So. Schaut er schon. Wie es rausgekommen hat, da hat es dann kurz hochgekommen, dass ich es gar nicht mehr sehe. Und da war es voll blau und lila, so wie ein weißer Mensch. Sehr viel Käseschmiere hat es noch, gell? Also man sieht, es hat ruhig noch. Bis sie drinnen bleiben können. In der Privatklinik Graz-Ragnitz hat Ediths und Maurys Töchterchen gerade das Licht der Welt erblickt. Herzlich willkommen, du süße kleine Maus. Gratuliere, Papa. Danke. Der Papa. Wie ich meine Tochter zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir einfach nur mal gedacht, einfach ein wunderschönes Kind. Gesund. Wie wird sie heißen? Chloe. Chloe Valeria. Die ganze Schwangerschaft hin, dadurch, dass es schon in ihrem Bauch war, waren wir eigentlich so gesehen schon zu dritt. Und jetzt ist sie endlich da und es ist einfach wirklich unbeschreiblich. So süß. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich Papa bin. Viele Haare hat sie. Ja, die hat sie dann nicht. Ganz viele. Die hat es dann von mir. Chloe ist mein kleiner schwarzer Rabe. Hat die gleichen Haare wie ich bei der Geburt, ein bisschen kürzer sogar. Ich hab's länger gehabt. Ein Schreihals mit Mama. Und jetzt wird's auch für den stolzen Jungpapa ernst. Maurice darf die Nabelschnur noch kürzer schneiden. Mehr ein symbolischer Akt. Damit da kein Blut rauskommt. Ah, okay. Ja? Und jetzt schneidest du da. Was, da? Geht's? Ja, geht schon. Trau dich. Für mich war es natürlich, so, wie soll ich sagen, so wie einfach so ein Schnitt, so, jetzt bist du draußen und jetzt bist du da. My love, there's only